Grüße Gott, Mann und Buben, hier ist wieder der Peter von Barbecue Alt Perlach, heute mit Verstärkung. Und zwar haben wir hier den schmutzigen Harald, den Dirty Harry. Servus. Servus, hat er gesagt. Und da haben wir den Stefan von Bavarian Barbecue. Grüßt euch. Ja, schön. Und, schön, dass wir da sind, Peter. Eine rein bayerische Angelegenheit heute, das kann jetzt, sagen wir mal, sprachlich vielleicht eine Herausforderung für den einen oder anderen sein. Geschmacklich nicht. Und heute haben wir die Firma Industrial Light and Magic, die hat unter anderem Filme mit Spezialeffekten ausgestattet, wie Independence Day oder Star Wars. Und nicht Star Wars, war wie anders, aber das gibt's heute. Ein Roastbeef, ganz klassisch, mit Bratkartoffeln, einer selber gemachten Remoulade, formellen Salatblättern und wer will, am Harald sei Soße. Ja, meine Spießgesellen, meine Grillsklaven habe ich jetzt hier verteilt, den Stefan und den George. Und die bewundern jetzt zusammen mit mir unser Stückchen Fleisch. Ein wunderbares Roastbeef, schön marmoriert. Und die Zubereitung von dem Roastbeef wäre jetzt sehr kompliziert. Wichtig, wenn man ein, sagen wir mal, Roastbeef zubereitet, ist, dass man erst einmal ein vernünftiges Bier trinkt. Ganz wichtig. Roastbeef. So, jetzt. Also, ihr braucht, wenn ihr Roastbeef zubereiten wollt, unbedingt, sagen wir mal, einen bekannten Barbecue-Soßen-Mann neben euch und einen bekannten bayerischen Griller. Ja, oder Trinker. So, was wir jetzt machen mit dem Roastbeef ist der Wahnsinn, gell? Ich habe hier dieses Malden Sea Salt, das ist nicht nur gesaltet, sondern es ist auch gesmoked, also ein geräuchertes Sea Salt. Jetzt Teamwork, oder? Wir dran um. Wir können jetzt salzen. Stefan. Stefan, Salz du verreibst. Oder so. Oder so, okay. Eigentlich müsstet ihr das jetzt über den Ellbogen runterfallen lassen. Ja? Nein, wir sind ja hier nicht, das ist mir. Ich erst das Salz verloren. Schon schick, gell? Das Geräucher, die hat so eine ganz leichte Räuchernote. Das mache ich jetzt. Der George da irgendwie. Der hat Angst vor nacktem Fleisch. Und Angst, dass nicht gern losnackte Fleisch. Da mal was dran, das wäre ja ganz andere Geschichten. Ja, was fehlt, da ein bisschen einsetzen. Mach's was. Ja. Trauer, fetten. So, hochkommt. Sturzbewegung. Boah, es ist so gut mit Profis arbeiten. Wir sind fertig. Wir werden jetzt hinausgehen an den Grill und dieses Stück der Hitze zuführen. Mhm. Scharf. Und weil das ganz scharf, wie wir auch. Weil die ist jetzt ganz heiß werden, müssen wir ein bisschen. Bevor du jetzt denkst, die saufen nur. Wir haben bis gerade eben Earl Grey Tee getrunken. Und das ist das erste Bier. Jawohl. Kamillentee. Ja. Du ja, wir Earl Grey. Grill, genau. Sehr heiß. Thermometer Anschlag. Stefan, Fleisch. Du, Zange. Ich Deckel. Sind wir's? Jawohl. Auf. Vielleicht nicht gleich fett sein. Und? Jawohl. Sofort noch rüber. Hammer. Die Hitze ist immens. Also es ist der Hammer. Das drehen wir gleich. Um die berühmten 90 Grad. Also Ziel ist jetzt von allen Seiten scharf anbrennen. Der brüht fast schwarz. Ja. Sollen wir mal schauen. Wir haben gesagt, von allen Seiten, das war natürlich auch hochkant, aber aufpassen. Ja. Also vorne haben wir auch oben ein richtig schönes Muster. Das Ziel ist, dass wir das jetzt unten einkriegen. Drehen wir es mal. Jetzt wird es lustig, jetzt drehen wir es auf die Fettseite. Wo müssen die Spiele beginnen? Trockeneis. Also Fettdeckel gibt natürlich jetzt Fett ab, nicht nur Deckel.
Und ist aber auch im Prinzip so ein bisschen was wie ein Schutz für das Ganze. Kann man es hier richtig schön rundherum abraten. Da drin kann es fast mal kurz drauf. Also es darf ruhig richtig dunkel sein, weil es geht nur ungefähr einen Millimeter oder zwei ins Fleisch rein. Der Rest bleibt rosa. Die Brenner sind schon aus. Ich kriege das jetzt bloß einmal darüber. Werden wir jetzt warten, dass das kühl wird? Pff, ist noch nicht kühl. Ich nehme mal den Muster in der Hand haben. Mache ich jetzt mit dem George, der ist ein Soßenfachmann, und mit dem Stefan, das ist ja ein Soßengourmet, machen wir jetzt die Remoulade. Etwas praktisch ausgestorbenes, weil das macht er heute gar keiner mehr. Ist aber sehr gut zum Roastbeef und beispielsweise zum Fischstäbchen. So, also der Stefan als qualifizierter und Fleischhalter. Ich sag mal, der diplomierter Fleischhalter, genau. Heute jetzt das Fleisch. Der George steckt jetzt was rein. Wo hättest du das denn gern? Ja, in der Mitte. Wo hättest du das denn gern? So, das ist einfach da oben. Warte mal. Da ins Eckerling. Das dann in Ruhe entspannen. Da haben wir unsere Garraumüberwachung. Weil wir jetzt praktisch das alles unüberwacht lassen. Wir gehen jetzt trinken. Nein, Soße machen. Also wir peilen an, dass wir da drin so irgendwie 80 bis 100 Grad haben. Aufhiebsen lassen wir uns bei 120. Garraum, nicht Fleisch. Schatz, wie auch. Nein, wir machen kein Pult. Roastbeef. Und im Roastbeef wollen wir so um die 55 Grad haben. Jetzt schauen wir mal, wie lange das dauert. Und jetzt machen wir die Soße. Remoulade kommt von Remu. Das soll Meerrettich heißen. Kannst du das bestätigen? Nein. Kann sie nicht bestätigen, sagt aber Wikipedia. Ist eine Soße, also eigentlich eine Wurzmayonnaise. Wurzmayonnaise. Und zwar ist da drin Mayonnaise natürlich. Gewürzgurken. Ein Senf. Vom Tefelei. Vom Tefelei, genau. Eine Soße von ihm da drin. Also die Soße, das ist eine experimentelle Sache. Das machen wir dann. Da haben wir gesagt, das sind wir Daredevils. Ja. Das probieren wir einfach. Was aber jetzt wirklich dazu gehört, ist eine Südfrucht namens Zitrone. Dann haben wir hier vorne Sardellen, Kapern. Dann kommen rein, der Schnittlauch haben wir nicht gehabt, Petersilie haben wir nicht gehabt. Frühlingszwiebeln haben wir, der war neu. Wichtig ist zwei Assistenten, einen links, einen rechts. Der linke sollte möglichst, bevor man beginnt, ein Bier trinken. Jetzt legen wir los. So, also wie gesagt, man braucht einen speziellen Mayonnaise-Raus-Hol-Mann. Chef. Bist du? Mhm. Mayonnaise-Raus-Hol-Chef, Entschuldigung. Ich darf jetzt einmal sagen, ja, du einmal. Ja, schon. Wie viel sind wir? Fünf Leute, fünf Löffel. Also wenn es jetzt 200 Leute sind. Zwei Löffel. Vier, ich hab schon mitzählt. 18. Nein, nur zwei. 12,40. Genau, den können wir dann gleich. Er tut noch dazu. Das ist so wenig. Der hat kleine Löffel gemacht. Er ist ein Teelöffel. Aber jetzt reicht's. Okay, jetzt reicht's. So. Dann muss man den Löffel nieder mit der Schüssel fahren. Zum nächsten Chef. Zum nächsten Chef. Das ist jetzt der Rührchef. Der rührt aber erst, wenn wir ihm das so. So. George, wir haben gesagt, wir brauchen Kapern. Kapern aber immer im Haus. Seit wann? Wenn nicht, schickt mir seine Kamera drauf. Wir schnitzen die Karte. Da kommen wir ruhig mal so zwei Löffel rein. Die werden wir schon ein bisschen klar hatten. Wer Kapern nicht mag, was machen wir dann? Nur Gurken. Nur Gurken, genau. Also so ein bisschen. Zack, 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 zack. So, dann mit diesem speziellen Kapern rausholmesser, den wir die da rein. Also wer jetzt ganz verwegen ist, kann da die ganze Mayonnaise noch selber machen. Wir sind aber nicht verwegen. So, während der Stefan rührt, machen wir mit den Gurken weiter, oder? Wie viele Gurken hättest du denn gern? Zwei. Ja. Ja, zwei. Die hauen wir auch klar. Also, ja, gut. Jetzt bist du der Chef. Also die dürfen schon ein bisschen ein Biss haben. Das ist nicht so Stecknadelkopf groß. Das kommt jetzt auch zur Mayo. Wie hätte ich das gedacht?
Jetzt alles so grün, ne? Wisst ihr, dass man das früher wirklich immer zu Roastbeef gab es immer Remoulade? Ja. Das war vor Zeiten von Barbecue-Soßen. Also, sagen wir mal. Und Bratkartoffeln. Genau, im Schumanns zum Beispiel. Im Schumanns. Ich weiß, dass der Charles das nicht anschaut, aber da war ich früher öfter. Ich kenne den noch also in der. In der alten Schumanns. Ja, und da dahinter habe ich mal gewohnt. Ah. Jetzt sehe ich dir noch eine Geschichte. Ja, da gab es noch keine Handys. Und wenn du das alte Schumanns kennst, da war hinten ein Münzfernsprecher. Und da war ein Tisch davor. Und da sind wir geguckt und meinst, da war ein Kellner vorbeigekommen. Dann haben wir von dem Münzfernsprecher vorn an der Bar angerufen und haben zwei Bier bestellt. Die sind gekommen, die haben gelacht. Unglaublich, hat sich noch keiner getraut. Und ein paar Wochen später sind wir wieder geguckt und ich wollte meine damalige Freundin anrufen und nehme den Hörer ab und alle Kellner standen grinsend da. Und ich so, ey, weg! Du musst telefonieren. Ja, willst du wieder Bier? Der Silvio, mit dem war ich damals früher unterwegs. Der Schumanns Tagesbar gemacht hat. Ja. So, langt das? Langt. Zeig rüber. Ach, gell, wie wir in den alten Zeiten schwelgen. Ich Großvater. Jetzt der wir noch Südfrucht hinein. Und zwar, wenn es geht, kernlos, oder? Kann man es jetzt kann man ein bisschen blöd anstellen, aber es macht nichts, es gehört alles dazu, das ist Show. Normal hätte ich das schon längst gemacht. Live. Blöder Kern. So, also. Pressen wir was rein. Dann darf der Rührmeister wieder rühren. Man kann ja die Kerne aus Kapern verkaufen. Nehmen wir die grüne Oma hin. Kann man die aus Kapern verkaufen. So, jetzt kam halt der Senf. Der Develei Senft, weil die Firma Develei, Local, gell, Eat Local, Senft Local, die sind hier ums Eck in Unterhaching. Ja, jetzt kann man Schnittlauch neider. Wenn man keinen Schnittlauch hat, nimmt man einen Frühlingszwiebel. Gell. Dann machen wir hier so Fake-Schnittlauch. Gell. Ich weiß gar nicht, was das ist. Jetzt haben wir das dann nieder. Und dann werden wir das auch hinzufügen. So. Dann schmecken wir noch ab. Mit Pfeffer. Wirbel, wirbel. Ich fühle mich schon total überlastet. Die erste Küchenmaschine, die man in so ein menschliches Chassis einbaut. So, jetzt pass auf, der Thermomix aus. Auf geht's, probieren wir. Für die, die immer schimpfen, wenn man Leffe zweimal hernimmt, nehmen wir mir jetzt einfach jeder einen Finger her, oder? Jawohl. Also, zack. Was sagst du? Schmeckt brutal ungesund. Ja, natürlich ist das ungesund. Gut, dass das eine Diät-Mayonnaise war. Miracle Whip. Das ist fettfreie Mayonnaise gewesen. Im Prinzip sind das zermahlene Styroporkerne. Angedickt. Jetzt drehen wir hier ein bisschen was ab, weil klassischerweise macht man die Mayonnaise mit einem Senft. Das heißt, den haben wir hier von der Firma Develei. Und da drehen wir jetzt hier so einen Klecks hinein. Dann geben wir das wieder in die Küchenmaschine. Den Einsatz neu. Macht keine Thermomix-Witze immer wieder. Hast du einen? Ich liebe meinen Thermomix. Ich liebe meine Frau. Weil die einen haben eine Frau, die anderen haben einen Thermomix. Und beide Kinder kochen. So, fünf in die Schobi-Kasse. So, jetzt probieren wir das. Also das wäre jetzt die klassische. Die ist dann also leicht gelb. Jeder nimmt einen frischen Finger. Thermomix, der auch probieren. Schon geil, oder? Fehlt noch was? Pfeffer oder so? Ne. Jetzt unser Experiment. Jetzt kommt's. Das geht nur, wenn du den, sagen wir mal, Soßenchef selber da hast. Jetzt kommt's. Es macht der Dörte her wie seine Soße auf. Jetzt kommt das Experiment selber. Seit überall, wenn du es nicht aufkriegst. Wahrscheinlich. Ich habe einen Deckel gelockert. Aha. 17 Mal schütteln. Jetzt sind wir einen Werbeblock machen. Ja, Werbeblock. Und weg!
Wenn Sie eine Remouladensoße machen, dann verwenden Sie diese Soße und keine andere. Und wenn Sie jetzt anrufen, bekommen Sie 4 zum Preis von 5. So, jetzt der mit. Oh nein. Jetzt bin ich gespannt. Bezahlst du 3, bekommst du 2. Genau, jetzt der mir das wieder rühren lassen. Du wirst dich wahrscheinlich gleich ärgern, dass du es nicht andersrum gemacht hast mit den kreisigen Debileits jetzt draußen und die Barbecue Sauce da rein. Nein, da kommt Debileits halt 400 Euro für das Video. Hast du über den Tisch zahlen lassen? Du hast 600 Zeit. Dann kriegst du die kleine Schüssel. Ja, 700 Zeit, oder? Die gesagt 600. Jetzt probieren wir mal. Also farblich ist das natürlich, sagen wir mal, fragwürdig. Also nein, aber das war jetzt so meine Farbe für Burgersauce. Schaut ein bisschen aus wie so eine Burgersauce, gell? Also wir fahren jetzt mit der Burgersauce auf das Probierbrett. Neuer Finger. Jeder nimmt sich einen neuen Finger. Ich habe einen frischen Löffel. Ihr dürft es mit den Fingern. Ihr kennt es mit den Fingern in den Löffel, dann ist es ganz, ganz sicher schon. Und dann durch den Mund. Genau. Und sie haben sich alle die Hände gewaschen. Hm. Die klassische? Remouladen. Ist es nicht mehr. Interessant. Mhm. Muss man testen mit dem Fleisch. Aber schlecht ist das auch nicht. Warte mal, ich mache meine empirischen. Eine linke und eine rechte Backe, oder was? Man kann jetzt die Dirty Harry Sauce einfach so zum Fleisch nehmen. Aber ist brutal, wie die da rauskommt. Ja, Wahnsinn. Der Rauch. Jetzt kann der Rauch. Der Rauch, genau. Ja. Nach dem vierten Finger? Das ist Dirty Harry neues Barbecue Burgersoße. Kaufen Sie 4, zahlen Sie 5. Also, wir nehmen jetzt vielleicht einfach die Sauce und die klassische. Ja, also das Roastbeef-Komitee ist jetzt draußen am Grill. Stefan überwacht die Temperatur. Wir haben 55. 55. Da haben wir den George, der hier der Brettbeauftragte ist. Ich um mein Holz. Genau. Dunkles Fleisch auf dunklem Hintergrund. In dunkler Nacht. Also ein bisschen wie die österreichische Kriegsflagge, aber da ist weiß. Jetzt holen wir es raus, gehen wir rein, oder? Und dann versuchen wir mal anzuschneiden. Remoulade. Genau. So, also wir nehmen das Fleisch aus dem Grill, gehen rein. Wir haben mit der selbstgemachte Remouladensauce. Ja, oder? Welche von beiden? Klassisch. Wir nehmen jetzt mal die klassische, weil wir das Video heißt Klassiker. Mit Defileisen. Mit Defileisen. Du mit deinem Defileisen. Es wäre auch Düsseldorfer Löwensenf gegangen oder sagen wir mal Tomi oder auch einer vor Aldi oder Lidl. Jetzt gehen wir rein. Nunc est bibendum, sagt der Lateiner. Nun muss getrunken werden. Das haben wir aber schon gemacht. Nun muss geschnitten werden. Jetzt schauen wir mal ins Rollsbeef rein. Das hasst der Videogriller. Wenn er hier mit einem beherzten Mittelschnitt da reinfährt, aufmacht und selber nichts sieht. Und was er sieht, das ist ja orgasmisch. Das ist ja nachgerade großartig, oder? Perfekt. Also, dann war es schön, dass ihr da wart. Ich esse jetzt. Nein, wir richten es an und dann schauen wir uns nochmal en Detail an. Und dann können wir endlich essen. So ein Hunger. Ja. Ja, einen habe ich natürlich noch das Getränk. Heute habe ich sogar drei. Nämlich 3 Bier. Was haben wir da? 2 Augustiner. Jawohl. Prost. Und ein Fremdkörper. Und ein Fremdkörper. Tegernseher. Allerdings muss ich sagen, Stefan, stilistisch ist du. Das ist fast eine Magenverletzung. Ja, nein, stilistisch. Ja, also wir rufen da mal seinen Anwalt. Ja. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir werden hier noch weiter essen, trinken, Spaß haben. Falls euch das Video Spaß gemacht hat, habe ich eigentlich schon gesagt, gell? Ja, wurscht. Wurscht. Nein, Rollspiel. Ja, genau. Ist da unten so ein Kringel, da drückt drauf, abonniert den Kanal. Die beiden Herren und ihre, wie sagt man da, Homepages, Sozialmedien, kompatibel. Taugt ja nichts, Firmen. Genau. Verlinke ich euch auch. Und Daumen hoch wäre nett, Kommentar auch nett, wenn er wohlwollend ist. Und ansonsten, ja, wir machen jetzt weiter und von euch verabschieden wir euch. Pfiat euch. Servus. Servus, pfiat euch. Prost. Schön war's, Peter. Danke für die Einladung. Dein Bier ist leer. Das hättest du mir vorher sagen können.
Also wenn ich gesagt habe, von euch verabschiede ich euch, ist natürlich ein Schmarrn. Also von euch verabschieden wir uns, um das jetzt grammatikalisch richtig zu machen. Also Prost, Burm, ein leeres Fleischchen, wenn ich nicht. Jetzt aber wirklich im Wirtzeug. Servus. Servus. Magst du einen Schluck? Ah,